Hallo zusammen, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und falls ihr euch fragt, was es heute gibt, werdet es wahrscheinlich schon am Titel gesehen haben. Es ist tatsächlich ein Unboxing, aber das Paket, was ihr seht, sieht ein bisschen anders aus als ein normales Unboxing. Es ist aber tatsächlich ein normales Unboxing. Und wenn ihr das gleich seht, dann werdet ihr auch verstehen, warum es so ist. Ich war sehr überrascht. Ich habe das Paket allerdings schon aufgemacht, weil ich das nicht wusste, was da kam. Und dann, als ich es aufgemacht habe und in die Seite gelugt habe, habe ich gesagt, wie geil ist das denn? Sehr cool. Normalerweise kennt ihr ja die ganz großen Pakete. Ja, die sind die langen Pakete, weil ihr große Bilder bestellt und so weiter und so fort. Es ist tatsächlich kein normales großes Bild, aber zusammengesetzt ist es ein normales großes Bild und deswegen zeige ich euch jetzt auch, was sich dahinter verbirgt. So, ich habe das Ganze schon mal aufgemacht und würde euch jetzt quasi einmal zeigen, was sich in diesem echt kleinen Paket versteckt. Das ist ja DIN A4 groß ungefähr, also größer ist die Verpackung nicht. Und jetzt hole ich euch mal die ganzen Sachen raus, die sich da drin verstecken. Einmal, zweimal. Dreimal. Dann haben wir Toolkits. Zwei Stück. Ach ja, und falls ihr euch wundert, ich habe eine ganz schöne Handverzierung heute. Ich habe mir gedacht, ich mache das heute ein bisschen spannender und klebe mir einfach ein Pflaster um den Finger. So, und was haben wir noch? Also das Päckchen ist jetzt leer. Und das Wichtigste, was wir dann zum Schluss haben, ist diese kleine Rolle mit ganz viel Leinwand drumherum. Und wie ihr euch jetzt wahrscheinlich sicher schon denken könnt, es ist ein Fünfteiler. Es müsste ein Fünfteiler sein. Und normalerweise kommen die Fünfteiler ja, was ich bisher hatte zumindest, in einer riesen Leinwand mit fünf Teilen nebeneinander. Und das ist ganz cool gelöst. Da kommt jeder Teil extra aufgerollt auf so eine Rolle. Also es sind fünf Einzelteile, die halt übereinander gerollt auf dieser Rolle sind. Platzsparend zum Versenden. Und es ist halt platzsparend angekommen. Finde ich richtig cool. Und wie ihr sehen könnt, sieht das jetzt auf den ersten Blick auch wirklich richtig gut aus. Und ich finde es persönlich super. Also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich finde es gut. Und deswegen packen wir es auch gleich mal weiter aus. Wenn ich den Anfang finden würde. Wo ist er denn? Da. Also war echt überrascht, als ich das Paket bekommen habe und war echt am Grübeln, was es denn hätte sein können, bis ich das aufgemacht habe. Deswegen musste ich es tatsächlich aufmachen, damit ich das sehen konnte. Aber ich fand's gut. Und ich finde das halt auch in dieser Kombination gut, weil dieses kleine Päckchen, ey, das kann ich überall mitnehmen. Ich weiß ja nicht, momentan ist es ja sowieso so, dass wir nicht weg können. Aber wenn man doch mal irgendwo hin möchte, später vielleicht mal, wenn das ganze Theater ein Ende hat, dann kann man natürlich die Sachen super gut zusammenrollen und dann mitnehmen. Also wie ihr sehen könnt, sind jetzt hier mehrere Sachen aufgerollt. Das ist eine schöne Schaumstoffrolle. Und hier kann man schon mal sehen, das erste Teil ist 15x45. Ja, die sind alle aufeinander gerollt. So, das ist schwierig. Dann haben wir Teile, zwei Teile 15 mal 30. Und hier könnt ihr schon im Vorschaubild ein bisschen was sehen. Nicht viel. Ich zeige euch das gleich aber nochmal. So, dann haben wir 15 mal 45. Das ist das mittlere Teil, dieses Stück. Und dann 15 mal 38. Das sind die, die daneben kommen. Und dann kommen halt die kleinen Teile. So, dann ich mache die gleich auf. Ich zeige euch aber erstmal das Motiv. Das komplette Motiv kann ich euch gar nicht zeigen, weil das hier tatsächlich nirgendwo drauf ist. Ich habe nur die Einzelteile. Könnt ihr das sehen? Also, das sind die beiden Ränder. Rand. Dann kommt das daneben. In der Mitte kommt dann dieses Stückchen. Daneben kommt halt dieses Stückchen, das ist vom Wasserfall und dann auch nochmal dieses Stückchen vom Wasserfall. Also es ist quasi Böschung und Wasserfall in einem Rutsch und es ist ein Fünfteiler. Also, wir haben hier drei Steinchenpakete. Das ist halt ein bisschen problematisch,
auf der einen Seite, weil zum Beispiel, wir haben hier ein Fragezeichen, das ist die Nummer 890, könnt ihr das sehen? Und bei dem Paket haben wir auch ein Fragezeichen. Wo ist es? Da habe ich es gesehen, da. Und das ist die 700. Also die Symbole von den Legenden sind tatsächlich unterschiedlich. Das heißt, man muss halt gucken, dass man auch genau entsprechend diese Bilder dann dazu findet, weil nur das funktioniert miteinander. Man kann die nicht mixen und man kann die Steine halt auch nicht alle zusammentun, sondern man muss die halt pro Bild aufbewahren. Das kann ich euch schon mal sagen. Ansonsten funktioniert das mit den Steinchen leider nicht. Gut, aber es gibt Schlimmeres. So, machen wir erstmal die Leinwand auf und danach zeige ich euch die Steinchen. So. Die sind echt gut aufgerollt und die haben auch, sehen auch überhaupt nicht beschädigt aus oder so, aber die sind sehr gut gerollt. Die muss ich jetzt erstmal auseinanderrollen, damit... ich überhaupt die Chance habe, euch mal den Druck zu zeigen, weil die sind so gerollt. So, das sieht jetzt schon viel, viel besser aus. Das Coole ist, dadurch, dass es halt auch so kleine Bilder sind immer, also es sind ja, die sehen ja jetzt wirklich nicht sehr groß aus, sind die halt relativ fix fertig für so eine Größe. Je nachdem, wie viel man paintet oder wie schnell man ist, sind das kleine Stückchen immer fertig. Man kann die Stück für Stück machen und dann hinterher kann man die dann halt entsprechend irgendwo aufbringen und dann aufhängen. Und man kriegt die halt leichter verstaut als so ein mega großes Bild mit 5 Einzelteilen, die man vielleicht auch noch auseinanderschneiden muss. Ja, braucht man in dem Falle nicht. Man hat die schon getrennt. So, ich zeige euch mal gleich den Druck. Ich mache aber noch die anderen eben fix auseinander, um einfach zu gucken, ob der Druck wirklich überall vernünftig ist oder ob ich vielleicht irgendwo einen Abschnitt habe, wo der Druck nicht so toll ist. Also diesen Shop hatte ich tatsächlich noch nie ausprobiert, bei dem ich die Sachen gekauft habe. Ich verlinke euch unten in der Beschreibung entweder den Link zum Shop, weil ich nicht weiß, ob der noch Ferien macht oder ob der schon wieder liefert, oder direkt zum Bild, je nachdem, was halt verfügbar ist, wenn... der Shop liefert, dann direkt zum Bild und ansonsten verlinke ich euch mal den Shop direkt. Der Shop, was ich gesehen habe, hat sehr, sehr viel Dreiteiler und Fünfteiler im Angebot. Die sind nicht so ganz günstig, also mittleres Preissegment, aber wirklich, wirklich sehr schöne Motive. Also ich habe da echt gestöbert und habe gedacht, okay, das finde ich gut, das finde ich gut, das finde ich gut. Und dann hatte ich irgendwie einige von den Sachen in meinem Warenkorb und musste mich dann halt echt entscheiden, welches ich als Testbild mir quasi nach Hause bestelle. Also die haben wirklich sehr schöne Motive, finde ich zumindest. Aber das ist halt auch Geschmackssache, ne? Nicht für jeden vielleicht, aber auch sehr viele verschiedene Motive von Blumen über Landschaften, Tiere, abstrakte Kunst. Also wirklich komplett bunt gemixt. Ich glaube schon, dass da für viele von euch was dabei sein könnte. Und was ich bisher so sehen kann, ist der Druck auch echt schön. Ich mache die jetzt alle auf, weil das sind so, die kann ich jetzt so in der Form eventuell sogar in eine A3-Box packen. Es gibt ja diese A3-Klapp. Naja. So Art Hefter, so A3 Hefter, die halt diese Spanndinger an den Seiten haben. Ich weiß nicht, wie man das genau nennt. Und ich denke mal, da passen die ganz gut rein, auch von der Länge her. Das weiß ich allerdings nicht, könnte knapp passen. Also die kleinen passen auf jeden Fall. Das große, ganz große weiß ich nicht. Muss ich einfach mal schauen. Was ich aber sehen kann, ist, dass der Druck echt gut ist. So, und das zeige ich euch jetzt natürlich auch, weil ist ja sonst langweilig. So, zeige euch mal einfach eins nach dem anderen. Das ist ein richtig, richtig cooler Druck. Und der sieht auf allen Blättern so aus. Das ist übrigens dieses Bild gewesen, also dieser Teil. Sortieren wir das Ganze mal auf ein bisschen auf den Tisch. So, dann haben wir hier einmal Wasser. Hier sind leicht, das ist leicht vom Folie entfernen.
sich ein bisschen der Kleber verzogen. Aber das ist überhaupt nicht schlimm. Der Druck sieht aber toll aus. Und die Leinwand von hinten halt auch, ne? Also, so, dann mache ich das mal, dieses Bild unten nicht das Blaue auf, sondern euch mal oben, da wo grün ist. Und auch ihr könnt hier sehen, hier haben wir noch eine kleine Klebestelle, die ein bisschen hochkommt, aber das ist auch nicht schlimm. Der Druck ist echt toll. Überall haben wir natürlich auch eine Legende dran, also bei jedem Teilstück ist eine Legende dran. Dieses, also druckmäßig, also auch selbst dieses Stück, wo dieser helle Halbkreis ist, ne, hier, das könnt ihr sehen, kann man astrein erkennen und das kann man auch mit bloßem Auge sehr gut erkennen. Also das ist nicht, dass man das nur unter der Kamera erkennen kann, sondern man kann das auch echt mit bloßem Auge auf der Leinwand erkennen. Richtig, richtig gut. So, dann haben wir noch mal ein Stück mit ein bisschen mehr Rot. Auch hier die hellen Symbole sehr, sehr gut zu erkennen. Wirklich sehr, sehr guter Druck. Also der Druck ist echt schön. Hier haben wir noch mal ein paar kleine Falten drin. Finde ich jetzt aber nicht so tragisch. Keine großen Luftblasen, dass das jetzt richtig übel wäre. Gar nicht. Sind halt nur so kleine Macken, die wir haben. Ja, das Toolkit kann ich euch nochmal zeigen. Ist nichts Besonderes. Wir haben ein Wachsblatt, ein grünes Schiffchen, ein Stift ohne Aufsätze, eine Kanne, eine Pinzette, eine ganz einfache und ein paar Zipbeutelchen. Und das Ganze haben wir zweimal. Es ist aber tatsächlich nur ein Bild. Also ein Bild in Kombination, also so ein Fünffachbild. So, dann möchte ich euch natürlich auch nochmal die Steinchen zeigen. Finde ich nämlich auch eigentlich wirklich sehr schön. Die sind halt je nach Bild verpackt mit Legende dabei. So, was haben wir denn hier? Bunt. Ja. So, und dann haben wir hier die ganzen Farben mal ein bisschen für euch. Also das ist jetzt die 310. Spiegelt zwar ein bisschen, aber ihr könnt es eigentlich gut sehen. Da ist jetzt nicht so viel dabei, was jetzt irgendwie... Ich mache das mal so, dann kann man besser durchgucken. Die sehen eigentlich richtig gut aus. Dann zeige ich euch nochmal ein schönes Grün. Auch da halte ich mal meine Hand nicht darunter, damit ihr da ein bisschen mehr durchgucken könnt. Was haben wir denn noch? Wir haben noch ein Rot. Das Rote kann ich euch natürlich wieder ranzeigen. So, sehr coole Farbe. So ein richtig schönes, ja, Orange-Rot. Dann haben wir noch so ein Braun. So ein Braun. Ein schönes, warmes Braun. Was haben wir denn noch? Ach, ein Blau haben wir auch noch. So ein schönes, zartes Blau. Schaut mal. Also, die Steine sehen jetzt so in den Tütchen erstmal wirklich gut aus. Ja, also bei den Steinen habe ich gar nichts zu meckern. Die sehen wirklich gut aus. Die Leinwand ist auch richtig toll. Jetzt ist es natürlich nur die Frage, ob ich euch irgendwo ein Stückchen painten kann, wo man vielleicht auch was sieht. Gucken wir mal, ob wir da noch ein Blau haben. Hier auf dem großen Stück. Jo. Schaut mal, hier haben wir noch ein schönes Blau. Wir nehmen einfach mal ein Blau. Wir brauchen ja nicht immer schwarz painten, sondern wir können ja auch mal Farbe painten. Hier unten haben wir ein schönes Blau, was halt auch eine etwas größere Fläche hat. Und das würde ich gleich mal mit euch machen. Ich zoome euch gleich ein bisschen ran, baue noch ein bisschen um und dann legen wir gleich los. So, ihr Lieben, da sind wir. Wieder mit den Steinchen, die ich jetzt bei euch oder für euch klebe. Natürlich, die Paintprobe darf eigentlich nicht fehlen. Ich finde es immer ein cooles Gimmick hinterher. Dann könnt ihr auch mal ein bisschen sehen, wie der Kleber so ist und wie die Steine so sitzen. Ich finde es immer ganz nett, weil ich halt nicht schaffe, die Bilder halt immer zu kleben. Und deswegen finde ich das ganz gut. So, ich zoome mich jetzt mal wieder ran. So, da seid ihr jetzt wieder in der Nahaufnahme. Und ich würde sagen, wir starten auch direkt
mit dem Painten. Der Kleber ist sehr, sehr gut. Das erste Steinchen sitzt schon drauf, was da nicht drauf gehört. So, wir machen jetzt hier das kleine Stückchen. Und ja, dann schauen wir mal. Also, ich finde so eine Paintprobe halt immer ganz praktisch. Da kann man halt auch mal ein bisschen was sehen. Und es lässt sich auch relativ schnell feststellen, ob die Steinchen zu klein sind oder der Druck zu klein oder zu groß ist. Das lässt sich halt schon feststellen. Wobei, wenn der Druck zu groß ist und die Steinchen zu klein, das ist immer so miteinander. Oftmals ist das so ein, ja, es gibt natürlich Steine, die kleiner sind. Und dann sieht das immer so aus, als wenn der Druck zu groß ist. Und dann gibt es wieder Steine, die passen. Und dann passt das wieder ganz genau da rein. Also das muss man immer genau gucken. Man muss verschiedene Steinchen auch ausprobieren, bevor man dann tatsächlich sagen kann, dass der Druck halt doof ist. Aber hier setze ich die Steine wirklich dicht an dicht. Und ich finde überhaupt nicht, dass die Steine zu klein sind oder der Druck zu klein. Das passt wirklich super gut. Ja. Und ich kann euch eins sagen, das gibt es jetzt quasi als Info zwischen dem Painten. Der Kleber hält gut, aber was ich euch eigentlich sagen möchte, ist ja, dass ja viele aufgrund der aktuellen Situation, ja, es tut mir leid auch, dass ich das jetzt ansprechen muss, eigentlich wollte ich das nicht tun, aber aufgrund der Situation aktuell sind natürlich von euch viele gezwungen, auch zu Hause zu bleiben, um sich vielleicht mit den Kindern zu beschäftigen oder weil sie nicht arbeiten gehen dürfen oder warum auch immer, kein Homeoffice machen können etc. pp. Bei mir ist es Gott sei Dank so, ich kann von zu Hause arbeiten, ich habe die technischen Mittel und darf es halt auch und mache es natürlich dann auch. Und deswegen kann ich natürlich jetzt nicht so viel painten und halt auch nicht so viel Videos drehen, aber ich möchte die Situation natürlich nutzen. Also was heißt nutzen? Aber die Situation ist natürlich so ein Grund, warum man vielleicht auch... Ups, da sollte ich nicht reinkleben. Also verschieben lässt sich das auch. Warum ich vielleicht ein etwas anderes Format durchaus probieren möchte. Ich habe nämlich mit der Ani gesprochen und wir haben uns gerade noch was überlegt, was wir noch mit euch machen können. Und zwar werde ich jetzt dieses Video machen. Ich werde noch ein Tipps und Tricks Videos machen und dann werde ich ein Video-Special machen, damit ihr halt einfach was zu gucken habt oder zu hören habt. Weil die, die zu Hause sind, müssen sich natürlich auch irgendwie ein bisschen beschäftigen und wir werden unsere Formate halt dahingehend nutzen, euch auch ein bisschen Content zur Verfügung zu stellen, damit ihr halt auch ein bisschen Abwechslung habt und halt euch die Decke auch nicht so auf den Kopf fällt. Ja, wir haben uns nämlich überlegt, dass wir eine Märchen- und Geschichtenstunde mit euch machen. Beziehungsweise wir werden quasi ein Bild painten. Klar, das wird ein bisschen Zeit dauern. Das wird jetzt nicht von heute auf morgen passieren wahrscheinlich. Wobei die Ani wahrscheinlich ein bisschen schneller ist als ich. Und dann werden wir mit euch ein Bild painten und wir werden euch quasi eine Geschichte erzählen. Beziehungsweise eine Geschichte vorlesen. Und dann habt ihr quasi zwei Sachen auf einmal. Ihr könnt sehen, wie ein Bild entsteht. Zwar jetzt nicht im Fullspeed-Modus, aber so ein bisschen, zumindest ein Teil davon. Und ihr hört dann eine Geschichte. Natürlich, wenn ihr Kinder habt oder auch nicht, könnt ihr die natürlich laufen lassen. Eure Kinder haben was davon, ihr habt was davon. Und der eine oder andere wird ja vielleicht auch mit seinen Kindern painten. Und dann ist das ein bisschen Abwechslung für euch. Und ihr habt ein bisschen Zeitvertreib mit uns. Ja, das ist so der Plan, den wir einfach mal haben, was wir uns so überlegt haben, was wir mit euch und für euch anstellen können, damit ihr halt auch das Ganze ein bisschen erträglicher habt, dass ihr die Zeit zu Hause irgendwie auch nutzen könnt oder müsst, wenn ihr schon nicht raus dürft. Ja, und mein Appell, bleibt zu Hause, nutzt die Zeit, macht das, was ihr sonst nicht machen könnt. Und versucht einfach gesund zu bleiben. Das wäre mein Wunsch an euch, dass ihr einfach alle gesund bleibt. So, ich habe das Stückchen fertig gemacht. Das geht echt mega fix. Das lässt sich auf dem Kleber auch noch gut verschieben, falls ihr da wirklich euch mal versetzt habt. Ihr könnt es auch wieder abnehmen. Ja, also das Ergebnis ist für mich echt gut. Nicht ganz gerade in manchen Sachen, weiß ich. Aber ich kann hier wirklich dicht an dicht die Steinchen setzen.
die anderen Steine, die jetzt da noch reinkommen, die füllen das Ganze ein bisschen besser aus und dann ziehen sich die Steine ja auch immer noch ein bisschen gerade. Ihr habt ganz minimal hier auf der Seite, kann man das sehen? Hier auf der Seite habt ihr ganz minimalen Kleberand, hier unten habt ihr ein bisschen größeren Kleberand und hier auf der Seite habt ihr auch einen ganz kleinen Kleberand. Also ist jetzt überhaupt nicht viel, sondern immer nur so ein bisschen. Finde ich aber ganz gut. Das heißt, ihr habt nicht so ganz viel überstehende Ränder. So, jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal, dass ihr das auch mal nah sehen, von nahem sehen könnt, ohne dass sich das so ein bisschen verzieht. Also wie gesagt, ich bin jetzt hier auf der Seite, hier unten bin ich leider nicht ganz gerade, aber da kommen noch die anderen Steine dazwischen und dann schiebt sich das alles wieder ein bisschen gerade. Aber ansonsten passt das echt ganz gut. Ja, ein bisschen, also ich habe ein bisschen das Gefühl, ein ganz, ganz kleines bisschen, dass die Raster zu groß oder die Steinchen ein ganz, ganz minimü zu klein sind. Aber wie gesagt, im Gesamtbild fällt das gar nicht so weit auf. Also die sitzen weitaus besser. Ich hatte da schon viel, viel schlechtere Ergebnisse. Und wenn die anderen Steine da drumherum liegen, dann verschiebt sich das ja auch alles noch ein bisschen. Und von Weitem, wenn ich das so mache, seht ihr das gar nicht. Da sieht das eigentlich super aus. Also dann sollte man sich auch nicht so viel Gedanken drum machen. Bei den ganzen Geschichten, dass die wirklich, oh, und das ist nicht ganz gerade. Und ja, das ganz, ganz akkurat zu legen, dann sitzt man an so einem Bild echt jahrelang. Es ist echt schwierig. Aber für die Monks unter euch, natürlich, wer das so gerne möchte, bitteschön. Ich verurteile da keinen, macht es, wie ihr möchtet. Hauptsache, euch gefällt das Resultat hinterher. Und darauf kommt es ja immer an, dass ihr mit dem Ergebnis auch zufrieden seid. Ja, daran habe ich euch heute sehr, sehr viel erzählt. Auch das, was wir so als nächstes geplant haben. Ich hoffe, euch gefällt es. Was wir zumindest mit euch vorhaben, an euch meine Bitte mal, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, was ihr gerne von uns hören möchtet. Also, zur Auswahl stehen unter anderem ein paar Märchen von den Gebrüder Grimm. Märchen gehen, finde ich, immer. Es gibt ja auch Märchen, die jetzt nicht von den Gebrüder Grimm sind, sondern von anderen Autoren. Da müsste man mal gucken, ob man welche findet. Ich müsste bei mir tatsächlich mal in der Kiste kramen, ob ich sowas finde. Und wenn ihr so andere Kinderbücher habt, wo ihr sagt, das hören meine Kinder total gerne und das finde ich total toll, die sollten jetzt nicht so ewig lang sein, sondern halt, ich sag mal, in einer halben Stunde erzählt sein, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, würde ich sehr gerne mal wissen, was es so an coolen Kindergeschichten gibt, was man halt für so ein Format benutzen könnte. Da würde ich mich sehr drüber freuen und ich weiß, die Anni würde sich da auch sehr drüber freuen. Und ja, dann schauen wir mal, was wir mit den Informationen machen können und wann wir das machen. Das ist ja auch immer der Punkt. Ja, wir versuchen natürlich so schnell wie möglich, euch da irgendwas zusammenzustellen, dass ihr dann halt auch ein bisschen was schauen könnt. Ja, das war's von meiner Seite. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wer mich noch nicht abonniert hat, aber gerne weitere Videos sehen möchte, der darf natürlich sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Kostet nichts, tut nicht weh und ist sehr unverbindlich. Und wer dazu dann auch direkt eine Info bekommen möchte, der aktiviert einfach das Glöckchen mit dazu. Und dann läuft die ganze Geschichte. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen super schönen Tag. Auch wenn der eine oder andere vielleicht nicht vor die Tür gehen darf, kann oder sollte. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit, bleibt gesund und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, tschüss!